Hallo! Hallo? Ist das Mikro gut? Das Mikro ist hoffentlich gut. Mein Name ist Ed Winkmann, wir sind... Willkommen zurück. Nicht, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein. Ah, willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac. Rebirth! Mit mir, wie gesagt, Ed Winkmann. Beim letzten Mal kam hier die Shiel. Überraschenderweise habe ich nicht mitgerechnet. Und jetzt... Wollen wir noch eine Challenge, weil... Diese... Oh. Oh, wir haben die 4 freigespielt. Wann haben wir das denn gemacht? Darkness Falls. Hau rein, Mann. Wir sind... Ist das der Sacrificial Dagger? Ja. Wir haben Razor Blade, die Opa Babylon... Erste erkenne ich nicht ganz. Ist nicht das Pentagramm. Das sieht anders aus. Wir haben das, diese Angstmachschüsse. Und dann haben wir noch, ja, The Dead Bird. Das erste Item erkenne ich nicht. Er hat die Form vom Pentagramm, aber ich würde nicht sagen, dass das Pentagramm ist. Das sieht nämlich, glaube ich, anders aus. Ist das ein OP-Run? Also, kurz, ich werde das Razor Blade, ne? Werde ich wohl eher weniger benutzen, deswegen werde ich kurz erklären, was es tut. Das Razor Blade, ziemlich ganz fatal für uns. Au. Wir können es benutzen, damit es mehr Schaden anrichtet. Damit wir mehr Schaden anrichten. Jedoch wird uns dann Schaden gemacht. Auf gut Deutsch. Ich werde es gleich mal einsetzen, um das mal... Oder... Ich traue mich nicht wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Ich traue mich nicht. Das ist ganz schön hart. Da unten haben wir... Wir haben keine Bomben. Das hat sich dann erledigt. Was haben wir denn hier für ein Pümpel? Kalos, your feet feel stronger. Wieso? Was macht das? Okay. Our feet feel stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes it... Oh, fuck me. Actually. Okay, einfach mal los. Monstro! Wenn ich... Wisst ihr was? What a horrible night to have a curse. Und die Kraft des Razor Blades. Mal schauen, wie das wird. Wir dürfen nur nicht getroffen werden, sonst sind wir halt sofort am Arsch. Das war so geknappt. Oh mein Gott, ich muss mehr aufpassen. Okay, aber wir sind super stark damit, mit diesen Items. Ja, weniger eine Sache, die ich öfter benutzen möchte, weil das Razorblade kann töten. Es kann. Und es will. Es wird. Weiter! Wir haben eh keine Bomben. Nicht genug Geld für den Shop, also einfach weiter. Wir rushen jetzt ein bisschen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Health-Ups vielleicht sogar bekommen. Ich weiß auch nicht, wie lang dieser Run gehen wird. Ob nur bis zu Mom oder... Naja, ich weiß nicht. Wer weiß? Wer weiß das schon, ha? Gut, wir sind immer noch die Hure von Babylon, soweit ich weiß. Mit nur einem Heart. Dann können wir auch mal... Richtig aufs Ganze drücken, ne? Weder Schlüssel noch Geld, also weiter. Ah, schau mal, wo wir sind. So, irgendwie da oben ist ein Tinted Rock. Ein Schatzsteinchen. Wie gesagt, keine Bomben. Na, halt still, komm. Und dann haben wir hier... Health up! Geil! Sehr geil sogar. Das ist nämlich das, worauf ich gewartet habe. Im Prinzip.
ein halbes Herz. Oder vielleicht ein Herz. Hätte ich dann doch schon gerne. Damit ich es wieder abziehen kann. Ich möchte meinen Schaden, den ich anrichten kann, auf die Probe stellen. Ich weiß, er ist jetzt schon hoch, dank der Hure von Babylon. Aber ich möchte mehr. Ich möchte mehr. Und das ist Geld. Mit Geld fange ich jetzt im Moment nicht viel an. Ich komme nämlich nicht in den Shop rein. Und da kann man sich auch nicht rein bomben im Moment. Nein, können wir nicht. Gut. Doofe Gegner. Doofe Gegner. Egal. Ja. Bombe. Bombe. Das finde ich auch voll Bombe. Direkt mal weiter. Mach ich nochmal weg. So. Ah. Oh. Damn. Son. Gut. Souls, okay. Nicht gut. Was war das gerade? Da ist er explodiert und die Bombe hat mich sofort auffliegen lassen. Sofort. Nicht gut. Gar nicht gut. So wenig Schaden. Ja, jetzt sind wir nämlich in der Scheiße. Jetzt bräuchten wir schon ein Herz. Das wäre ganz nett. Kein Herz für uns. Ein Secret Room für uns. Das läuft ja gar nicht mal so gut. Okay. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Tinted Rock. Soul Heart wäre nämlich auch ganz nett. Andere war leider am anderen Floor. Tut mir leid. Was zur Hölle? Das ist nicht Larry. Das ist nicht Larry. Hör auf zu lügen. Doch, wir sind immer noch die Hure von Babylon. Was sehr gut ist. Ja. Den Lügner entlarvt. Kapiert, weil da waren Larven drin. Ich sollte ein Buch schreiben. Halt doch still. Ja, das Herz wird geholt. Die Stem Cells werden geholt. Und das, was hier drin ist, wird dankend angenommen. Whee! Okay. 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 Aha. Okay. Aha. Okay. Okay. Mhm. Das sieht mir schon wieder fast normal aus. Ist ja langweilig. Aber, ich sag mal, wir sind mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Ja. Da hat er Angst zu schießen. Deswegen habe ich geschossen. Hast du auch Angst? Hast du Angst? Lass mich sie fühlen. Ich stehe auf Angst. Angst macht mich heiß. Wie Feuer. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Ne, keine Ahnung. Ich kenne das Lied eigentlich gar nicht. Wer weiß, vielleicht ist hier gar nicht so heiß. Au. Ich habe gedacht, ihr würdet mehr Angst haben. Ich bin so heiß wie das Innere deines Darms. Okay. Vielleicht haben wir sogar mal eine annehmbare Chance auf den Shop. Schlüssel hätten wir. Geld müsste sich noch irgendwie mehr besorgen lassen.
Und jetzt habe ich auch Material, um mit dem Razorblade zu arbeiten. Habe ich ja schon erzählt. Ich bin heißer als ein Vulkan. Ausgetrickst, du Nutte. Oh Gott. Okay. Nach Eve und Maggie wird der nächste Run auf jeden Fall ein bisschen männlicher. Das sehe ich jetzt schon. Eve, Maggie, Eve. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt beschlossen. Ich werde mich vielleicht nicht dran halten. Aber dann könnt ihr ja irgendwie Anmerkungen machen. Aber vielleicht beim nächsten Mal werde ich es auf jeden Fall merken. Dass das doch schon ganz schön weiblich ist, das hier alles. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Bada boom, bada bang. Das haben wir doch super hingekriegt. Superb. Oh. Je m'appelle Eddie Winkelmann. Et toi? Je ne sais pas. Ce n'est pas facile. Pomme de terre. Okay. Excuse-moi. Ich kann kein Französisch. Hauptsache mal ein bisschen Französisch gesprochen. Gut. Machen wir hier einen ganzen Exkurs. Oh. Hallo. Oh, Paris. Wie ich dich vermisse. Ich war noch nie da, aber trotzdem. Paris. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade gesucht habe. Ich hätte schon lange weitergehen können. Ich wusste es nicht. Ich habe vielleicht nach Geld gesucht oder einem eindeutigen Weg, um an den Secret Room zu kommen, um eben an Geld zu kommen. Aber nein. Nichts. Nada. Niente. Das klingt spanisch. Niente. Ay, 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 ay. Niente. Ay, 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 ay. Okay, genug. Dieser ganze Rassismus. Nope. Es sieht schon nicht gut aus. Ich weiß nicht. Egal, ich probier's trotzdem mal. Hey, geil. Tatsächlich geil. Oh, da fehlt aber ein bisschen, du. Da fehlt ein bisschen. Ein klein wenig mehr. Fände ich nett. Das fände ich ganz toll, du. Naja, lass uns mal schauen. Diese blaue Fliege finde ich super attraktiv. Ich würde sie gerne kaufen. Reichen dir 13? Nein? Schade. Schade. Ha. Ich würde ja sagen, am liebsten, na, lass uns auf den Pageant Boy hoffen. Niemand will auf den Pageant Boy hoffen. Okay. Jetzt sind wir rot, dank dem Razorblade. Und rot macht uns stärker. Rot ist die Farbe der Liebe. Und des Wutes. Nicht Mut, Wut. Und Blut. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier könnten wir tatsächlich den... Oh, das Pferd. Den Horse. Das Horse. The Horse. Wie man im Englischen sagt. Oh, ich bin ein Horst. Hahaha. Ein Horst, mehr nicht. Okay. Dann müssten wir aber unser... Oh nein. Welche tragische Geschichte. Wir müssten unser... ja, natürlich geben wir ab. Scheiß aufs Razorblade. Klar, es macht uns stärker, theoretisch. Wir sind aber auch schon so nicht schlecht.
Wir sind schon so nicht schlecht. Da werden wir wohl wenig Erfolg haben. Ich möchte diesen blöden Scheiß haben. Wie kommen wir da dran? Wie kommen wir da dran? Eine Chance hätten wir vielleicht noch. Was wäre das? Bringt das was? Nicht das, was ich erhofft hatte. Ein Verkäufer weniger auf der Welt, aber nicht das, was ich erhofft hatte. Okay, dann müssen wir leider ohne großen blauen Fliegemann weiterziehen. Huch. Na, ich habe keine Bomben mehr. Schau mal eine an. Ist es das, was die Leute Karma nennen? Hey, ich komme nicht an euch dran. Helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Nee. Sacrificial Dagger, Bitch. Das mal klarzustellen. Eat the Dagger. Nein. Falsche Richtung. Ich war nicht fertig. Egal. Ja, mit dem Pony muss man erstmal umgehen können. Ah, aber ich kann fliegen. Fliegen ist verdammt wichtig. Zum Glück kann ich fliegen. Gut. Was war das gerade für eine Motion, du? Das sah gerade super abgefuckt aus. Ja. Versteckt euch. Ihr kommt hier nicht raus. Hab Angst. Hab Angst. Jetzt verschwinde. Verschwinde von hier. Verbannung. Verbannung. Jetzt irgendein cooler Song, der an wen war der nochmal gerichtet? An Ska, oder? Ah, der König der Löwen. Hey, ein Schlüssel. Zack, meins. Und hier haben wir... Zur Nummer 3. Bitte auf. Dank dem Sacrificial Dagger kann ich auch mal kuscheln kommen. Theoretisch. Nicht unbedingt was Gutes. Oh, das ist kein Geld. Die hat eine Abmachung! Ich bekomme mein Geld! Und ihr... Ich weiß nicht... dürft mich attackieren, aber ich habe mein Geld nicht bekommen, ihr Noten. Ich habe 7 Schlüssel. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Ah, shit, das ist so ein Dauerscheiß. Au! Au! Ja, ich habe den Körperkontakt gesucht. Geld! Geld, 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 meins. Und hoch. Ja, stopp. Das war knapp. Geld. Mit Geld könnte ich was anfangen, du. Hey, habt keine Angst. Okay. Doch. Fürchtet mich, ihr Noten! Ich sag viel zu oft Noten, oder? Ah! Erwischt! Bitch! Ja, wenn ich schon nicht Noten sagen soll, dann sage ich eben Bitch! Bitch! Okay. Die Gegner sind kacke. Ich mag die nicht. Au! Wee. Seht ihr, das macht doch Spaß, wenn man es richtig macht. Aber nur wenn es richtig macht, sonst macht es keinen Spaß. Sonst ist doof. Sonst ist doof. Okay. Es bringt mir nichts. Oh, stopp. Hier hinten haben wir noch ein Köpfchen.
Ah ja. Knuddelattacke auf Death. Oh, Sacrificial Dagger. Ich liebe dich. Natürlich küsse ich Deutsche. Ich bin Let's Player. Wir sind so nerdy. Gamer. Gamer. Keiner küsst Deutsche wie der da. Gamer. Gamer. Ich finde dich völlig okay. Ja. Okay. Na hoch. PhD. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Doch. Habe ich sogar eine Ahnung, wie ich an das Geld komme. Ich schreibe das Geld schon auf, wirklich. Hoffentlich. Oh, da war's nicht. Ha 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 ha. Gut, sehr gut sogar. PhD ist vielleicht nicht so cool wie diese coole blaue, große blaue, blau. Die Fliege war blau. Und sie war groß und blau. Hauptsächlich blau. Ist vielleicht nicht so cool wie diese wunderbar schöne, blaue, große, fette, blaue. Blaue Fliege, aber es ist akzeptabel und wir mögen dich trotzdem. Jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Jetzt ist okay. Gib mir nicht was. Schäm dich! Schäm dich für das, was du mir gegeben hast! Schäm dich! Stöbern ist bei von Dode! Bible Track. Was war hier nochmal? Mom's Pearl. Die Minute Purity. Mom's Pearl war, glaube ich, Soul Hearts. Also in Richtung Soul Hearts. Der Bible Track war Richtung Bibel. Wollen wir eine Bibel? Die Bibel wäre ein Mom-Killer. Je nachdem, wie viele Moms kommen. Ein sehr effektiver Mom-Killer. Das ist die Frage. Ich stelle jetzt mal in den Raum. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Ich halte jetzt erstmal noch an der Pearl fest. Da im Endeffekt die Pearl noch etwas mehr bringen wird. Die könnte uns Soul Hearts besorgen. Könnte. Ich brauche noch Kohle. Hey, wow, ja. Hey, 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 wow, hey. Hey, 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 ja, hey, hey, hey. Hi, hey, hey, Hör mal, hey, hi. Hi, hey, hey, hi. Hi. Hey, hi, hi, hey, hi. Tschüss, tschüss, tschüss. Da komm ich nicht dran. Hey, hi, hey. Hey, hi. Hey, hi. Hi, hey. Hey, hi. Okay. Ich weiß noch nicht, will ich den Bible Track oder will ich... Ich weiß nicht, was ich will. Ich hole den Bible Track. Die Bibel könnte ein wichtiges Item für uns werden. Und im Moment traue ich mir einfach nicht zu, Mom so zu besiegen. Ich weiß, die Bibel ist riskant. Ich kenne unsere Geschichte. Bibel und meine. Ich habe sie noch nicht mal gelesen. Ich bin wirklich... Ich schäme mich dafür. Aber sie wollte nicht. Ich meine, ernst. Ich wollte ihr nicht wehtun. Und sie mir nicht. Aber
Ich hatte keine Chance. Ja. Gut. Bam. Erwischt. Nigger. Ich sollte auch nicht unbedingt Nigger sagen. Entschuldigung. Meine afroamerikanischen Freunde. Okay. Gut. Into the Darkness. Deaths, meine ich. Ist das hier nicht sogar Darkness Falls? Oder wie? Ich weiß es nicht. Es kommt von alleine. Bah. Nicht gut. Gar nicht gut. Mm-mm. Am Kuddeln. Das ist so riskant. Das war so riskant. Oh mein Gott. Okay, und weiter. Nein. Nein, nein, nein. Das willst du doch nicht. Das willst du doch nicht. Ah. Gott, ich weiß nicht, wie viele das sind. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Komm her, du blöde Sau. Ja. Ah. Yeah. Ja. Yeah. Oh Gott, da war ja noch jemand. Die hatte ich nicht erwartet. Die letzte, die kam hinter... Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe gedacht, es sind drei. Anscheinend waren es vier. Oder habe ich mich doppelt verzählt? Wenn ich mich doppelt verzählt hätte, dann hätte ich mich ja nur einmal verzählt, anstatt zweimal. Aber das zweite Mal, das zweite Mal, das war ja dann nur im Gedanken. Weil ich habe gedacht, es wäre drei. Aber dann waren es in meiner Sicht vier. Und es waren dann doch drei, weil ich mich vertan habe. Und dann wäre das so. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Au! Bella. Ich finde dich nicht völlig okay. Sindbad. Sindbad. Wie viel Glück dieses Kind hat. Sindbad. Sindbad. Okay. Ich erwarte, sehne immer noch meinen Frieden. Was? Ja. Ja. Ja, mein Dolch. Dein Fleisch. Liebe. Au. Oh. Und ich wurde tatsächlich getroffen. Nee, halt die Fresse, halt die Fresse. Oder das Arschloch, egal. Komm hier runter, ich mach fertig. Da komm doch. Ah. Ja. Erwischt. Ha? Hast mir was zu sagen? Ja. Gut. Das ist nicht die Bibel. Das erkenne ich daran, weil da nicht groß Bibel draufsteht. Und weil es nur ein Blatt Papier ist. Wobei dieses eine Blatt Papier vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Diese Angsttränen, die sind vielleicht ganz witzig, aber ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Es ist mir zu viel Furcht. Obwohl ich schon gerne Furcht und Schrecken verbreite. Aber nicht montags. Der Montag ist schon fürchterlich und träglich genug. Also bei mir ist Montag. Nur so nebenbei. Was bei euch ist, ist mir eigentlich schnurzegal. Nein. Natürlich nicht. Ich könnte hier eine Bombe hinsetzen. Schauen, was passiert. Oder einfach weitermachen.
Komm her, du kleine Nutte, ich mach dich kalt. Tada! Wiener, 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 one Wiener next to another. Wiener, 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 two Wieners yet alongside yet another. Wiener, Wiener party, Wiener party, Wiener party, Wiener one Wiener nice and soft. Not erect, we know, we know, we know, we know. Weiter geht es ja nicht. Schade eigentlich, ne? Hey, du hast vor, streh mir also den Rücken zu, du Penner! Lügen kann ich auch. Dagger to the face. Ich bekomme diese zwei Münzen nicht. Ich nehme alles zurück. Ist okay. Ist okay. Okidokili. Okay. Wirklich. Alles cool. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe hellseherische Fähigkeiten. Ups. Not direct. Sorry. Ja, ein bisschen singen, das hält wach und fröhlich uns. Ich bin noch nicht mal müde. Das ist einfach ein cooles Lied. Ja, halt die Fresse. Ich weiß, dass es alt ist. Das musst du mir nicht sagen. Stimme in meinem Kopf. Nein, ich höre keine Stimme in meinem Kopf. Nein, es ist kein Grund, die Polizei zu rufen. Oh Mann, ich schlag nur Zeit tot. Wer bist du? Wer ist das? Wer ist das? Der hat da was in seinem Mund. Das sind... Hast du jemanden gegessen? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Was? Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Was? Oh Gott. Wer war? Wer zur Hölle bist du? Oh, was? Oh Gott. Ich weiß nicht. Was geht hier vor sich? Oh Gott. Land. Okay. Ganz ruhig. Was war das? Ich weiß keine Antwort auf die Frage. Anscheinend ist Mams Hart. Upsala. Der Endgegner. Ich bin gerade ein bisschen thrown out of my game. Da fuck. War das gerade ernsthaft? Ernsthaft? Ich weiß es nicht. War das, wie heißt der nochmal? Hier, Maw, ich weiß es nicht. Ich würde ja sagen, der wäre gefährlicher gewesen als der andere, aber eigentlich war es nicht. Er war sogar ein bisschen leichter, dank der Tatsache, dass, er so spät kommt. Yep. Oh, fuck. Komm kuscheln. Oh, dich zerstöre ich.
Ja, einen Dolch in den Rücken gejagt. Oh, Mann. Kurz gucken. Ah, da liegt das Geld. Dann möchte ich mich doch nochmal an die Karte halten. Ah, verdammt. Da war ein Fehler in meinem Plan. Wenn ihr wisst, was das für ein Plan war, abonniert mit... Nein. Ich wollte eigentlich... Ich habe das Pony benutzt und, ich wollte es irgendwie... Au. Fuck. Irgendwie anders benutzen, als ich es benutzt habe. Oh. Schau mal einen an. Da ist aber einer ganz stark. War. Wir haben PhD, nicht wahr? Haben wir PhD? Ja, wir haben PhD. Apropos PhD. Nein. Doch nicht. Ist okay. Hat sich erledigt. Wieso konnte ich dir keinen Schaden zufügen? Ihr wollt mich? Ihr könnt mich haben. Sucht mich doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dun, 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 dun. Hoppa. Und Kuschelbonus. Okay. Da komm kuscheln. Komm kuscheln. Komm. Put, put, put. Ja. Du bist ein Braver. Ja, du bist ein... Egal. Mom. Mom will kuscheln. Mom will immer kuscheln. Ups. Das war's Klos. Du kannst mir zu gefährlich werden. Du kommst weg. Kurz nochmal. Haha, hast du gedacht? Aber ich hab dich entschaut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich bin nicht der Beste im Reden. Ja, komm kuscheln. Hui. Wah. Komm. Ja, komm. Du bist eine Süße. Ja, du bist eine Süße. Ja, fass in die Nadeln. In die Nadeln des Todes. 1000 Spitze Nadeln. Nochmal. 1000 Spitze Nadeln. Voila. Okay, Right Rage. Oh, 22 Minuten. Haben uns doch ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Da ist Barbie. Brother Barbie. Aber den wollen wir nicht. Den will nämlich niemand. Weiter geht's. Ich habe gehofft, dass wir irgendwie an die Bibel kommen. Kommen wir nicht. Jetzt habe ich noch den Bibeltrack. Groß. Ich kann mir aber vorstellen, zu wissen, wo eventuell der Boss ist. Oben links, oben rechts. Mama Gertie ruft, ha? Huh? Mama Gertie. Find ich persönlich ja nicht so toll. Niemand findet die toll. Ich schlage einfach meinen Scheiß und hau ab. Yep. Loki 2. Ja, das hier wird weniger schwer wegen Loki, sondern wegen seiner Umwelt. Der Typ mag Stacheln ja noch mehr als ich. Ich hasse Stacheln. Also ist das noch nicht mal so schwer, aber der Typ liebt Stacheln ja. Und die Bombenfliegen sind etwas... Es ist etwas unwahrscheinlich, dass sie unbedingt
zu ihrem Meister zurück. Au. Au. Aber irgendwie, ich krieg dann so einen One-Two-Punch hin und dann... Autsch. Aber es macht Schaden. Und dann kann ich kuscheln gehen. Bleibt doch noch etwas. Alles klar. Bomben fliegen beseitige. Au. Und nochmal kuscheln. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Au, da habe ich einen Doppelschaden bekommen. That was not my intention. That's crazy. Okay. Und so können wir weitermachen. Ah, bin ich sogar perfekt gegangen von Anfang an. Mom's Heart ist die nächste. Mit der möchte ich auch noch kuscheln. Wo die ist? Ha, das frage ich mich jetzt aber. Die Karte ist trotzdem ungemein. Dieser Floor ist etwas linearer als die anderen. Komm her. Der Deutsch. I just died in your arms tonight. Wieso hattest du den Dolch auch in der Hand? Es tut echt mäßig weh. Au. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, von wem das Lied nochmal war. Das sind ja auch vor deiner Zeit. Ach, halt die Fresse. Lieder, die man eigentlich Generationen übergreifen. Oh mein Gott, ich hasse ihn. Wieso bist du hier? Es macht keinen Sinn. Ich hau ab. Ich mein's ernst. Ich bin raus hier. Raus bin ich hier. Auf den Typen kann ich nämlich gut und gerne verzichten. Wow! Immer, nein, nein, nein. Immer die Mädchen ist kacke. Bombe. Oh, I just died in your arms tonight. Jetzt habe ich einen anderen Ohrwurm. Oh Mann. I just died in your arms tonight. Und jetzt krieg ich das Lied nicht mehr aus dem Kopf. Ich hätte sie lieber gehen lassen sollen. Oh. Egal. So. Konzentration. Nachher kommt Mom. Wir haben gute, eigentlich wirklich gute Anzahl an Leben. Hey, Mathemesis macht ein bisschen Schiss. Der Scheiß, da draus sind Albträume gemacht. Weil ich einfach nicht weiß. Das ist das, wo du dann plötzlich deine ganzen Herzen auf dem Boden liegen siehst. Und ich weiß einfach nicht, welche gute Sache da dran sein soll. Tut mir leid, ich weiß es einfach nicht. Okay. Ich war gerade, ich muss kurz noch auf den Timer gucken. Auf den, meinen Timer, nicht euren Timer, meinen Timer. Euer Timer steht da. 25:50. Ah, ein 30-Minuten-Run. Das wär's doch. Auf meinem Timer steht was ganz anderes. Ja. Obwohl, im Prinzip ist es ja auch euer Timer. Der kommt ja nachher. YouTube-Video und so, ist ja ein Video mit einer Länge, die man nachgucken kann. Ne? Ihr versteht. Schön! I just dyed my hair tonight. Jetzt ist es so blau wie diese schöne, coole Fliege.
Doch die Fliege ist schon weg. Oh. Ja. Ja. Und weg bist du, blöde Sau. Blöde Sau. So. Bereit für Mom? Most certainly not, sir. What? Was habe ich anders übrig? It lives. Here she goes. Guck nicht weg! Ha! Nein. Komm kuscheln. Komm kuscheln. Okay. Keep your friends close, but your enemies closer, huh? Wenn du in der Nähe bleibst, hast du mehr Zeit, dir was zum Ausweichen zu überlegen. Ist wirklich so. Dann kannst du nämlich immer nach hinten gehen, immer weiter nach hinten. Und dann loslegen. Okay. Natürlich nicht zu nah. Unten nach hinten breiten sich die Kugeln immer aus. Das heißt, du kannst immer schön mit den Lücken mitgehen. Tipps von mir. Ich weiß, die sind nicht immer toll. Wieso gehst du weg, du blöde Sau? Ich brauch dich doch hier! Oh, der wird sowas von bei mir auftauchen. Nein, doch nicht. Doch nicht. Oh, stirb unter Qualen! Jetzt kommt er zu mir. Au! Yep. Okay. Es läuft ganz gut eigentlich, glaube ich. Und tschüss. Job. Wieso verliert Chop Mom verliert Leben, wenn ich Chop angreife? Das verstehe ich nicht. Also It Lives verliert Leben, wenn ich Chop angreife. Das verstehe ich nicht ganz. Most certainly I do not understand this. But why ask? Seriously. Die Teile, bei denen verliert Mom dann It Lives kein Leben, ne? Komm kuscheln. Oh. Okay, Vogel. Die Brut der Hölle. Bam! Oh, bam! Schmeckt dir. Oh, scheiße, das schmeckt doch nicht. Sorry. Zu wenig Salz. Natürlich, wenn du einmal in die Ecke gedrängt bist, was willst du da machen? Ah, shit. Shit. Okay. Das ist etwas anders. Du musst irgendwie beim Pulsieren aufpassen und dann im rechten Moment rüber. Ist wirklich so. Tipps vom Pro. Einfach mitgehen. Einfach mitgehen. Da gibt es nicht viele Tipps. Einfach mitgehen. Und hoffen, dass du den richtigen Weg einschlägst. Nicht wie ich, Idiot. Oh, Mann. Einmal war es echt schlimm. Okay, Mom besiegt. Dann kommt dieser Scheiß. Den solltet ihr dann noch ausweichen können. Wieso geht's noch tiefer? Wieso war es das noch nicht? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Okay. Sind wir prepared? Ich glaube schon. Eher als letztes Mal. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich hoffe es zu wissen. Oh oh. Oh, ein Schlüssel. Danke, welch großzügige Aktion von dir. Okay. Whoops. Okay. Ah. Oh, shit. Bull. Hockey. Yes. Oh, nein. Oh, fast erwischt. Ah. Hab keine Furcht. Hörst du mich gefahren? Ich lach dir ins Gesicht. Ha 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 ha.
Hör nicht jetzt noch einmal. Alter, hier bin ich. Hallo. Hallo. Komm. Oh Mann, du willst mich doch flachsen. Ach. Erwischt. Okay. Besser als diese Pille. Hämatomedik. Ach, shit. Yep, ich weiß. Aber es ist nicht gleich was Schlechtes. Weil die haben Schiss. Die blöden Sicke. Die haben einen riesen Schiss. In der Box. Haha. Oh Gott. Und wenn sie keinen Schiss mehr haben, dann musst du ihnen eben Angst machen. Oh mein Gott. Nech. Ja, was von... Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe 5 Herzen, Chariot. 9 Münzen, das bringt mir aber viel. Okay. Oh, was? Diese Drecksau, hat sie sich versteckt? Ah. Mein Vogel hätte mir die ganze Zeit... Egal. The Chariot. Okay. Satan. Bin ich bereit? Schwer zu sagen. Lang ist's her, dass ich mal gegen den Typen hier nochmal angetreten bin, du. Lang ist's her. Jetzt die Bomben. Wurm. Schön Angst machen, dann charge er nicht. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Der charged. Und dann charge du auch, aber nicht in meine Richtung. Bei Kuscheln ist für die keine Zeit, ha? Huh? Ah, kam trotzdem. Ah, was? Nein. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, gar nicht gut. Oh Gott. Oh. Knapp. Ah, fuck. Schon zu viel Schaden. Das hier ist aber meiner Meinung nach eine der schwierigeren Formen. Wenn er überhaupt noch so ist wie früher. Mams Haar hat sich verändert. Warum nicht auch... Satan! Oh yeah! Nope. Sieht schlecht aus, ha? Huh? Komm her, du blöde Sau! Nein, komm her! Oh Gott. Ich hab nichts gesehen. Nein! Ah! Muss ich wirklich? Jetzt mal ganz kurz. Alter, ich muss den ganzen Weg runter zu Satan und dann noch irgendwas da draus machen. Boah, ist das heftig. Da brauche ich... Gott! Ganz schön krasse Items. Okay. Wir haben momentan eine kleine Durststrecke. Mein Name ist Edwin und wir sind beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, let's go to Binding of Isaac Rebirth. Oh, fuck. Mann, das ist hart. Bis dahin. Ciao.